Kannst du schon Häuser sehen? Nee. Nee, ich sehe den Harz. Weil gewisse Methoden bei uns auch nicht funktioniert haben. Klausi ist wohl in einem Alter, wo man neue Sachen nicht mehr ausprobiert. Um eine Ecke und das ist einmal ein komplett anderes Landschaftsbild. Guten Morgen. Wir schnappen uns heute mal die Hunde. Da unten wartet Klausi schon, da Bruno. Und werden hier mal die erste Umgebung erkunden und hoffen, dass wir irgendwie einen Rundweg hinbekommen. Gucken wir mal. Erstmal Richtung Wald. Nee, erstmal baden gehen. Gehen wir baden oder nicht? Nö. Zeigen wir euch aber gleich. Erstmal Richtung Wald und dann gucken wir mal, ob wir über die Felder zurückkommen. So, und auch hier gilt Leinführigkeit als Regel. Ich gehe vor. Die kommen nach. Warten. Warten. Ist okay. Na komm. Na komm bitte. Ach, wir sind immer noch irgendwie fix und fertig. Ja, aber richtig fix und fertig. Heute erste Tag, gestern Wohnung abgegeben. Ja, und heute wissen wir nicht so richtig, was wir mit dem Tag so anfangen können. Nein. So viel zu tun haben. Ja, wir haben richtig viel zu tun. Und irgendwie dauert das morgens immer so lange, bis man alles zusammengesammelt hat. Ach, dann fehlt die eine Schleppleine. Ja, man kennt sich überhaupt noch nicht aus in Nein. dem Haus. Oh, ja, wo ist die Leine? Ach, ja, aber wir haben es ja rein. Es ist ja nicht so, als hätte das irgendjemand reingeschmissen. Ja, aber doch, wir haben es halt einfach reingeschmissen. Ja. Nee, keine Ahnung, dieses Gesuche macht einen echt wahnsinnig. Ja. Den Puschel hier für die Kamera, dass das jetzt nicht so windelt, haben wir auch noch nicht gefunden. Und den will ich ehrlich gesagt nicht suchen. So einen kleinen Mini-Puschel. Ich würde mal sagen, wir bestellen einen neuen. Ja. Dann haben wir zwei, ist auch nicht so schlimm. Ja, und einen Akku. Ja, und einen Akku brauchen wir immer noch. Deswegen, wenn die Soundqualität in diesem Video nicht so toll sein sollte. Ach guck, da sind Brunos Freunde. Ja, Bruno hat zwei Freunde, Pony 1 und Pony 2. Erstmal Bruno neue. Ach so, und hier das Praktischste ist, eine Minute Gehweg von uns ist gleich so ein kleiner Teich. Der Feuerlöschteich. Der Feuerlöschteich, genau. Und die Bewohner hier haben uns schon erzählt, dass sie lange kämpfen mussten, dass das hier freigegeben ist. Und jetzt kann man hier echt hingehen und schnell baden. Und Bruno kennt das natürlich schon. Aber heute nicht. Heute ist es nicht so warm. Heute gehen wir mal weiter, nämlich da hinten mal so lang. Mal gucken, ob sie kommen. Da hinten war leider abgesperrt. Ging's nicht durch? Nee. Pony Mahoney. Pony Mahoney. Interessiert Bruno gar nicht. Das ist so toll. Hello. Na? Ach, die sind so süß. Ja. Gestern standen sie beide am Zaun und haben die beschnuffelt. Das war süß. Wir sind jetzt erstmal der Straße gefolgt und da geht ein Weg rein. Dann gucken wir mal, wo es da weitergeht. Ach nee, Bruno, das ist echt scheiße mit seinen Attacken hier. Nein. Klausi darf sich immer nicht wälzen. Nein, nein. Du kannst das ja nicht normal machen. Oh, und abwarten. So, und weiter. Alle beruhigt und weiter geht's. Eieieiei. Bruno, raus da! Ich habe nämlich mega Probleme mit Rannen mit ihm. Das muss ich euch nachher mal zeigen. Och, einmal durch die Wiese gerannt. Und dann muss ich 10-mal 20 Minuten die Rannen da raussammeln. Aus Bauch, Achseln, überall. Ja. So ein Puschelfell hat. Das ist der Curly. Der hat echt ein merkwürdiges Fell. Wir mussten auch eine neue Bürste für den kaufen. Muss ich euch auch noch mal zeigen. Also irgendwie ist mit Bruno alles noch mal neu. Bruno, hier, lang. Hier lang, nicht Straße. Komm. Bruno. Happy Dappy. Oh, Auto. Weiter. So, hier geht's weiter. Na, gucken wir mal. Weiter geht's. Ach nee, man wusste heute auch überhaupt nicht, was man anziehen soll. Ich bin dreimal zurückgerannt. Jetzt habe ich Winterklamotten an. Aber warm ist mir nicht. Pulli, Jeans, Turnschuhe und keine farbigen Socken habe ich nicht gefunden. Und du? Also du auch. Ja. Für deine Verhältnisse auch noch dick angezogen. Und wieder eine halbe Stunde sammeln. Ja. Raus da! Super! Das klappt schon richtig toll.
Ja, Klaus, hier hat irgendwie auch viel Lust heute. Aber cool, dann kommen wir ja hier direkt in den Wald. Ja. Hier ist kühl. Da müssen wir nur gucken, wo wir dann hier rauskommen. Kaki? Ja, sieht nach Kaki aus. Die müssen wir uns aber gleich mal angucken, weil Bruno neues Futter bekommen hat. Ja, stimmt. Da ist das ja dann immer interessant, welchen Output man so bekommt. Weil beim Futter, was er jetzt vorher hatte, das war ja noch Junghundfutter. Ach, kann ich euch nicht sagen, wie viel da hinten rauskam. Unfassbar. Ja, der hat aus dem Keks einen Kuchen gemacht. Ja. Und weil so viele gefragt haben, Klausi ist an der Schleppleine, weil er Reh jagt. Ach, und deswegen in Wald und in Waldnähe immer an der Schleppi. Und Bruno, weil er eben ein junger Hund ist und wir noch nicht alle Situationen mit ihm durch haben. Ein paar Sachen haben wir schon erlebt, also dass er uns abgehauen ist, also den Weg zu weit vorgelaufen ist und da zwei Picknicker saßen. Dann kam er wieder zurück, dann sind wir weitergelaufen und haben das dann erst festgestellt. Und die habe ich dann gefragt, war er denn schon gucken? Und die so, ja, ja, der hat mal kurz geguckt und ist dann wieder zurückgelaufen. Also da gehen wir mal davon aus, dass das klappt, wenn fremde Menschen irgendwo sitzen und er alleine hinrennt, dass er die nicht belästigt. Aber wie das mit anderen Hunden ist und wie zum Beispiel Bruno auf Rehe reagiert, wenn die wirklich hier über den Weg kreuzen, keine Ahnung. Haben wir noch nicht erlebt. Spuren geht da jedenfalls nicht weit hinterher. Und das ist schon mal sehr gut. Oh Gott, sind wir außer Atem. Oh. Irgendwie haben die letzten Tage vielleicht auch ein bisschen geschlaucht, oder was? Das ist ja unfassbar. Ein kleiner Anstieg hier, 5 Minuten und man ist fix und fertig. Klausi auch. Ja. Selbst Bruno schnauft. Der Umzug, der hat uns um 10 Uhr altern lassen. Ja, wirklich. Mal wieder. Und wir müssen mal gucken, wo da vorne überhaupt dahin geht. Ne? Ja. Ob wir jetzt eher umdrehen oder jetzt ist, ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Richtung, weiß ich nicht, wir gehen jetzt parallel, glaube ich. Zum. Ich hab das Dings vergessen, den Trinknapf. Na klar, sie muss mal gucken. Klar, komm, wir machen mal aus der Hand. Okay, ohne Trinknapf. Ja, aus der Hand, nein, das geht. Und Bruno hat ja seine Spezialität. Ja, Bruno hat echt, also das müsst ihr euch gleich mal angucken, wie so ein Baby. Das noch nicht. Doch, so. Sieht man gar nicht, muss man die Hand wegnehmen. Er trinkt echt direkt aus der Flasche. Ist super praktisch, also ich brauche keinen Napf mehr mitnehmen. Nee. Wie so ein Weil die Näpfer, Babykälbchen. Ja, wirklich, das ist so niedlich. Schnaufi. Und du willst aber lieber der Zimmer. Nee, bei Klausi haben wir es dann auch ausprobiert, das mag er gar nicht. Ja, die gute Nachricht ist, zumindest schon mal, dass wir ganz oben angekommen sind. Also höher geht es nicht mehr, es geht nur noch bergab. Die Frage ist nur, kommen wir geradeaus überhaupt jetzt zurück zum Örtchen oder nicht? Aber wir gehen noch mal ein Stück, dann kann man, glaube ich, rüber lunchen und dann sehen wir hoffentlich mehr. Oh, was machen die denn da? Ja, ist klar. Einmal was getrunken, erst rumschwächeln, dann trinken und dann geht hier die Action wieder los. Ach, guck mal, wir können uns hier entscheiden. Naja, also rechts kann ich ausschließen. Okay. Rechts ist der falsche Weg. Geradeaus. Also wenn, dann da. Und wenn es da vorne links geht, dann wäre ich dabei. Lass uns jetzt mal hier auf. Aber wenn es da vorne rechts geht oder gerade auch weiter geradeaus, dann drehen wir um. Bruno, komm. Aber es sieht so aus, als würde es links lang gehen. Wow. Okay. Alles klar. Okay. Kannst du schon Häuser sehen? Nee. Nee, ich sehe den Harz. Also nicht, dass das hier, also ist ja hier auch Harz, aber okay. Nee, schön. Nix Häuser. Aber die Richtung müsste stimmen. Da, voll schön. Nee, also immer wieder für eine Überraschung gut hier die Umgebung. Gehst um eine Ecke und hast auf einmal ein komplett anderes Landschaftsbild. Schön. Hui. Na, kleiner Mumpel. Du bist ganz toll hier, seitdem wir hier sind. Ganz perfekt. Mmh, kleine Grannen. Vielleicht die Bolzchen nochmal ab. Oh, der Bruno kriegt immer die extra Massage. Ja. Die extra Grannmassage. Schlimm, echt schlimm.
Ja, aber mit dem Fell, wie gesagt, ja, das ist echt so ein krasses Fell. Das ist echt so Special Fell. Bruno, Foto, Bruno. Oh, ignorier mich nicht. Komm her. Und Sitz machen. Hi, Klausi, Sitz machen. Blutzirkus. So, kriegst du das und das musst du weglegen. Ach, da ist ein Dach. Da vorne. Ja, cool. Aber dann war es ja mega kurz, oder? Ja. Na, mega kurz. Nee, was hast du gesagt? Wie viele Schritte? 4000? 3500. Oh. Na, gucken wir mal. Nee, wir sind, glaube ich, doch noch nicht da. Das ist nur so ein einzelnes Haus. Sieht aus, als wäre da mal eine Gaststätte gewesen oder so. Aber der Weg führt da lang. Der schlängelt sich hier so rum. Gucken wir mal, was das ist. Ist ja mega idyllisch hier. Obwohl mir das auch, glaube ich, ein bisschen zu weit weg wäre von der Zivilisation. Naja. Nee, keine Ahnung. Ich finde es echt so mega. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem Ausblick. Und dass man das jetzt jeden Tag haben kann. In, keine Ahnung, wie lange sind wir jetzt gelaufen? 25 Minuten? Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Und das ist ja überall so schön. Das ist ja erstmal nur die erste Runde, die wir ausprobieren. Boah. Ey, ich bin wirklich sprachlos. Und dass Bruno nicht so weit wegläuft, sondern schön bei uns bleibt. Ja, das war wirklich harte Arbeit. Zum einen, immer wenn er vorgelaufen ist, haben wir uns immer versteckt, nur einfach hier reingegangen und nicht gerufen, gar nichts gesagt und so lange gewartet, bis er wieder zurückgekommen ist. Und irgendwie hat auch die Zeit das gebracht oder halt das wahrscheinlich immer, das immer wiederholen oder einfach stehen bleiben, wenn er davor rammelt. Manchmal gerufen, aber meistens nicht, weil er ja lernen muss, dass er einfach bei uns bleiben soll, ne? Muss. Also, dann sind wir einfach auch mal weg. Nee, und jetzt sind wir richtig happy und hier läuft es echt mega entspannt. Bleibt hier, wenn er irgendwo reinrennt, sag ich, komm da raus, dann ist er wieder da. Nee, echt prima. Muss gar nicht gucken, was er macht. Hm? Da sieht man. Echt? Ja. Sind wir dann da? Da sind wir wieder. Aber dann führt der Weg in die falsche Richtung, ja, ne? Aber nicht, ja, hier ist genau, hier ist runter. Ah, ne, hast du schon geguckt? Okay. Na, dann sieht es ja gut aus hier mit dem Rundweg. Mal gucken. Ach, ich sehe schon die Häuser blitzen. Ja. Das ist cool. Na Mensch, Jungs, ihr müsst noch Frühstück bekommen, ne? Nur aber ab nach Hause. Ach, guck. Nur bergunter. Nur bergunter, aber das war klar, das hat man ja vorher schon gesehen. Cool, da ist es. Ciao. Ist es, da müssen wir hin. Hauptsache, der Weg da führt dann wirklich nach links, ne? Ja. Das weiß ich nicht. Sehe ich noch nicht so richtig. Ja, oder ist da eine Allee oder so? Aber wir gucken mal. Ja, durchs Feld ist ein bisschen schlecht. Ja, wir wohnen im Tal. Auf geht's. Nee, und ihr wisst ja, wir haben immer so gehandhabt, dass die Hunde so einen 10 bis 15 Meter Radius haben, in dem sie sich frei bewegen können. Den hat Bruno auf jeden Fall schon ausgeweitet. Also bei Bruno bin ich auch noch bei 20, 30 Metern entspannt. Und selbst wenn er immer also richtig abgezischt ist, ne, ich weiß, der kommt zurück. Also immer, weil er ist noch nicht, wir mussten ihn noch nicht einmal suchen. Einfach stehen bleiben, warten und dann kommt er zurück. Ist nicht schön, aber funktioniert mit ihm. Was ist das jetzt für ein Haus hier? Ja, das einsame Haus auf dem Berg. Nee, deswegen, ich wollte nur sagen, also unsere Freigang-Spaziergänge, also Bruno an der Schleppi oder ohne Leine, waren auch überhaupt nicht entspannt, ne, 8 Monate lang. Und jetzt irgendwie, so von einer Woche auf die andere, alles cool. Jetzt bleibt er auch stehen und guckt. Nee, super. So, wie man sich's gewünscht hat. Einfach mit Dackeln. Keine Ahnung, was das ist. Also die Rollläden sind zu. Tja, vielleicht kriegen wir das im Dorf noch raus. Müssen wir mal jemanden fragen, ob das hier mal eine Gaststätte war. Oder, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also zum Verkauf stand es jedenfalls nicht, das weiß ich. Gute Neuigkeiten, der Weg geht wirklich nach links rum. Und müsste dann eigentlich am Dorfende oder so irgendwo rauskommen. Wenn ich das so richtig einschätze. Und dann müssten wir nur durchs Dorf laufen und dann sind wir zu Hause. Und durchs Dorf laufen geht schnell. okay, ich weiß, wir wissen gar nicht genau, wie viele Einwohner unser Dorf hat, aber ich
also online habe ich gelesen, 1995 oder so waren es 160. Ich tippe mal, dass es jetzt ein bisschen weniger sind. Aber auf jeden Einwohner mindestens ein Hund. Wir halten den Schnitt aufrecht. Ach, guck mal, hier sind Kirschbäume. Aber die sehen ja traurig aus. Wir haben vorher in Halberstadt gewohnt und da gibt es so eine Streuobstwiese mit Kirschen, Äpfeln, paar Pflaumen, ne? Und die war mega. Also da konnte man sammeln bis zum Abwinken. Die hier sehen dagegen echt ein bisschen krumpelig aus. Da oben, die sind ja schon alle vertrocknet. Nee, in Halberstadt haben wir nämlich letztens noch einen Eimer voll gemacht, aber hier weiß ich nicht. Nee. Ach Gott, nee, umso näher man kommt, desto trauriger sehen die aus, ja. Ich will noch welche. Ah. Die Sauerkirschen fand ich aber echt nicht so schlecht. Gut, aber die ist ja gut, ja. Nehm ich. Aber die sind schon mehr als bei sauer. Ja, richtig. Also nicht malig. Aber schon zu weit, ne? Aber sie sind super süß. Nicht madig, sagst du, ich sehe da drei Löcher. Wo denn? Da ist ein Loch. Wenn die so weich sind, sind 100 pro Maden drin. Da ist ein Loch, guck rein, 100 pro. Aber wenn da kein... Ah ja. Wo? Wo ist die Made? Wo ist sie? Da ist sie. Wo? Da. Häusler, Häusler. Ja, ich meine, wenn ein Loch drin ist, ist jetzt keine Überraschung. Sehen wir mal. Na, ja, kann ich machen, warte. So, Bruni hat gekacki, gekacker. Gekacki. Bruno hat gekackert, habe ich mir jetzt gerade angeguckt. Ja, ist ein bisschen dünner. Aber wenig, also auf jeden Fall nicht mehr so viel Output. Ja, aber Bruno hat eh einen interessanten Magen. Der verträgt kein Nassfutter, da kriegt er sofort Durchfall. Dann wollte ich Barf mit ihm anfangen, das geht auch nicht, auch direkt Durchfall gehabt. So Leckerli und so konnte ich eigentlich alles geben, hatte alles gut vertragen und jetzt das neue Futter, bisschen sämig, es kann aber auch wieder an der Hitze liegen, das weiß ich nicht genau. Ich behalte das mal weiterhin im Auge. Ne Bruno, wir wissen noch nicht genau, was du jetzt endgültig für ein Futter bekommst. Hm? Du wirst... Was? Ein Auto? Okay. Bruno, komm, wir gehen mal zur Seite. Na komm. Komm. Super. Komm hier. Und Sitz machen. Bruno, Sitz. Fein. Und warten. Nö, Autos, Radfahrer, Fußgänger, alles null Probleme. Alles easy. Trecker auch keine Probleme. Haben wir echt schon viel mitgemacht mit ihm. Supi. Super. Hallo. Okay, super. So, na, hat doch super geklappt. Dann warte mal, dann gucke ich mal, wie viele Schritte das jetzt waren. Dass man ungefähr ausrechnen kann, wie viel lang das war. Warten! Jungs, warten! Bruno, auch warten! Klausi! Super! So, 5000. Yeah. 5000 Schritte. Okay. No. Wie lang ist das? Wie weit? War, ist nicht so weit. Ne? Wir waren jetzt nicht lange unterwegs. Nee, wir haben halt viel getrödelt. Könntest du mal nehmen? Warten, habe ich gesagt. Bruno, Klaus, warten. Hey. Hallo. Jungs. Hallo. Wollen wir mal warten? Dankeschön. Klappt aber schon erstaunlich gut. Ja. Und weiter geht's. Da sind wir. Einmal durch, quer durch. 3 Minuten sind wir zu Hause. Okay, die Hunde kreuzt die quer. Bruno! Das Dorf heißt Stadt, heißt Leine. Komm her! Nee, irgendwie bin ich doch froh, dass wir jetzt ein Jahr mit Bruno in der Stadt gewohnt haben. Na, 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 na. Weil ich glaube, sonst hier hätte ich Leinführigkeit nicht geübt. Und ich glaube, mit Fahrradfahren und Autos und allem Trillala, also alles, was so in der Stadt los ist, wäre es auch schwieriger geworden, Bruno. Super, warten. Fein. So. Also die Leinführigkeit läuft natürlich noch nicht perfekt, aber schon... Erstaunlich gut, finde ich, für so ein Hibbelbibbel wie Bruno. Nee, ich wollte sagen, im Dorf hier behalte ich es mal bei. Wenigstens die 5 Minuten ordentlich laufen, dass man das nicht vergisst, wie das war. Deswegen übrigens auch die Mischung zwischen Halsband und Geschirr. Halsband wird ordentlich gelaufen, am Geschirr ist mir egal. Aber dazu mache ich euch, wie gesagt, nochmal ein extra Video, wo ich euch das ein bisschen zeige und euch hoffentlich noch ein paar Tipps dazu geben kann. Weil
gewisse Methoden bei uns auch nicht funktioniert haben. Mhm. Aber dazu später mehr. Und hier wieder dreien wir raus. Wir zuerst. Warten. Hey, 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 hey. Na, sag mal. So, und ab geht's. Eigentlich vorher die Leinen abmachen, ne? Naja, müssen wir uns ja noch im Modus Operandi irgendeine Routine überlegen. So. Und Bruno sitzt in seiner Badeschüssel, ne? Da geht er den ganzen Tag nicht raus. Ach, Badeschüssel. Klausi traut sich nicht rein. Klausi ist wohl in einem Alter, wo man neue Sachen nicht mehr ausprobiert. Nee, echt. Und du? Du probierst noch alles aus. Ich wusste doch, dass das der Hit ist hier mit deiner Badeschüssel. Nee, und denn da drin darf er auch wirklich alles machen. Da darf er buddeln, rumplanscheln. Einzige Regel ist, es wird nicht in den Rand gebissen. Das war's. Sonst kann er alles machen. Rumspinnern. Dreck, glaube ich, ne? Jo. Wo will er jetzt hin? Gegen den Zaun rammeln. Naja. Da ist er wieder. Hallo. Fütterungszeit, stimmt. Das Futter haben wir jetzt erstmal in die Waschküche gebracht. Und seit gestern, Klausi, seit gestern funktioniert auch die Waschmaschine. Ups. So. Wie die Bleppos warten sie hier. Alles schon vorbereitet? Okay. Nee, das finde ich jetzt echt ganz praktisch, dass das mal so ein bisschen ausgelagert ist, ne? Hier Futtertonnen, tralala. So, ihr seid alle noch angegurdelt. Und Klausi kriegt ja was anderes als Bruno, weil Klausi... Ach, Gastritis hatte. Nee, nicht Gastritis. Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und die Tierärztin hat uns empfohlen, weiterhin so ein Spezialfutter zu geben. Dabei bleiben wir auch. Ja, und wie gesagt, bei Bruno, da müssen wir mal gucken, ob wir bei dem bleiben, was wir jetzt haben, oder doch nochmal zu was anderem umschwenken. Aber erstmal den Sack alle machen und mal gucken, wie das Fell so wird, wie der Output so wird. Na? Aber es schmeckt auf jeden Fall. Anscheinend schon. Ja. So, na dann reichen sie. Ja, Klausi hat auch eine Schilddrüsenüberfunktion, ne? Mhm. Und da bekommt er jetzt Tablettchen. So. Zimpelbüm. So. Bruno will auch immer eine Tablette. Der denkt, das ist ein Leckerli. Nee, und hier ganz einfach, ne? Klausi kriegt zuerst. Klausi, mein Sitz. Ist okay. Und Bruno kriegt dann danach. Und das war auch echt so ein bisschen ein Akt. Bruno frisst ja ein bisschen schneller als Klausi. Das hinzubekommen, dass er nicht Klausi den Napf streitig macht. Weil wenn Bruno dahin geht, echt, Klausi lässt ihn gewähren. Das ist echt eine harte Nummer gewesen. Ging halt nur mit Amman. Auf Frische, also vorher schon Nein sagen. Wenn er dann wirklich so frech war und hingegangen ist, gab es auch mal einen Rümpfer dafür. Wer will noch einen Kaffee? Ich heb meine Hand. Oh, und nach dem Fressen ist Schlafen angesagt. Und wie gesagt, dass die hier beide so nah zusammen liegen können, ist wirklich nicht selbstverständlich. Klein Knuffelt. Nee, also die Hunde sind versorgt und zufrieden und wir müssen jetzt erst nochmal einkaufen gehen und dann kümmern wir uns weiter um das Haus. Bis zum nächsten Video. Tschüss!